Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und heute gehen wir mal ein bisschen die FIFA 22 Karrieremodus Neuerungen durch. Die sind ein bisschen länger schon draußen, ich weiß. Ihr kennt die vielleicht auch schon, aber trotzdem würde ich sagen, ich reagiere einfach mal darauf, beziehungsweise auch meine Meinung dazu. Und ich sage, wir starten einfach mal los mit dem ersten Punkt, und zwar ist das hier Create a Club. Da kann man mal draufklicken. Und man kann ja jetzt hier den so einen eigenen Verein erstellen. Karrieremodus. Also im Trainer-Karrieremodus. Ist ja wieder so eine Sache, die verkaufen jetzt als große Neue. Das gab es ja vor einigen Jahren auch schon. Ich weiß, dass es in FIFA 11 auf jeden Fall gab. Ich glaube, es gab es bis FIFA 13, aber ich glaube, da war es ein bisschen schwieriger. Man auch ein bisschen online machen muss, das war also nicht direkt im Spiel integriert, sondern es ging irgendwie online. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber da muss ich mir rauskommen und jetzt verkaufen ist man wieder als große Neuheit. Das gab es ja leider schon öfter bei EA. Ist ein bisschen doof. Aber immerhin ist es jetzt mal wieder drin. Man kann ja den Club-Identity auswählen. Also Clubname und Nickname und sowas, ne? Und ja, die Liga. Man muss so ein Team replacen. Ja, da kannst du schwer hier RB. Ne? Schön raus aus der Bundesliga und das geht an den Rest der Welt, wo es auch hingehört. Und er ja, kannst halt auch mit deinem eigenen Team einfach hocharbeiten von der dritten Liga zur ersten oder so. Ne? Und er ja, kannst hier so ein Trikot erstellen und Wappen. Und das Heimspiel kannst du auch machen, ne? Ich weiß auch, ich glaube, man kann gar keine Sponsoren nicht auswählen, ne? Das war wieder so typisch EA, dass man hier keine Sponsoren drin hat. Finde ein bisschen komisch. Ne, weil man hätte auch was einfach fiktive Sponsoren hinzufügen können, aber das waren wahrscheinlich nächstes Jahr oder so. Da kauft man wieder als große Neuheit, weil es früher auch schon drin war. Ne? Man kann ja seinen Stadion auswählen. Und Squad Builder. Das wird, glaube ich, einfach so erstellt, also zufällig generiert. Ich weiß nicht, ob das so ein echtes Spiel sind oder einfach so aus, quasi aus der Jugendakademie oder solche. Genau, und wenn man zum Beispiel ein deutsches Team hat, dann ist die mehr davon deutsch generiert. Ich denke, es sind einfach so wie Jugendspiele, wenn die einfach dann generiert. Hier kannst du noch die Board-Erwartungen, also die Vorstandserwartungen, ein bisschen auswählen. Also wie der Club sein soll, ob man jetzt zum Beispiel so wie sehr man zum Beispiel auf Jugendarbeit setzen möchte, beziehungsweise der Vorstand. Und wie man stark man auf Finanzen achten soll. Und so kann man auf jeden Fall den Club erstellen. Und das wird dann schon alles auf jeden Fall alles vom Trainer-Karriere-Modus. Finde ich echt ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Na, man hat nicht so viele große Erwartungen gehabt, weil es EA einfach ist, ne? Aber das ist einfach Copy and Paste von Creator Club. Nicht Creator Club, sondern hier von Pro Clubs. Na, das gab es eben schon länger. Jetzt kann man so ja auch einen Club erstellen in Pro Clubs. Und mit denen halt diesen Club halt online gegen andere erstellte Vereine spielen. Na, und das haben die einfach hier 1 zu 1 kopiert. Wie zum Beispiel auch hier dieser Standard-Editor haben die auch aus Wut einfach kopiert. Und sagen jetzt, wie krass das und was für ein toller Neuheit das ist, obwohl das einfach Copy-Paste ist. Aber es ist EA, das kennen wir ja schon. Die geben sich keine Mühe in diesem schönen Karrieremodus. Wo ich ja meist einfach Karrieremodus spiele und das bin ja nicht der einzige Karrieremodus spiele, sondern das machen sehr viele. Aber das ist ihr eh egal, weil die verdienen mit kein Geld, deswegen machen die nur das Nötigste. Ne? Nehmen sie ein paar coole Neuheiten aus den letzten Jahren raus. Und wir kaufen das jetzt wieder als große Neuheit und machen dann nur Copy-Paste. Aber trotzdem ist es cool. Man kann einen Club erstellen. Und Frage ist natürlich, wie sehr man das braucht. Weil, wie ich das jetzt so gelesen habe, man kann keine erstellten Spiele oder so hier einzufügen. Man kann ja keine schwächeren Spieler reinfügen. Das ist natürlich scheiße.
Also ich so dazu so einen Kreisliga-Club zu erstellen, ne? Das wird nicht funktionieren. Ich meine, wie cool wäre es, wenn du zum Beispiel jetzt hier die deinen Kader aus der Kreisliga zum Beispiel erstellst, ne? Also bei den erstellten Spielern. Und dann gründest du dann deinen Kreisliga-Club und du mit den realen Leuten aus dem Real-Life halt, ne? Und danach so ich dann dein Kreisliga-Club wirklich in FIFA drin. Geht aber hier nicht in FIFA. Man kann quasi nur den Namen halt machen. Und die Spieler werden einfach generiert. Das ist natürlich ja typisch. Und einfach nur scheiße. Ganz ehrlich, ne? Ja. Mal gespannt, ob man hier noch das Torwarttrikot erstellen kann. Man kann ja hier Heim- und Auswärtstrikot machen. Die Frage ist, ob man das auch noch Torwarttrikot machen kann. Das wäre nicht ganz cool. Was wäre cool ist, man kann die Trikots, das Wappen und das Stadion zu jeder Saison neu ändern. Immerhin ist das schon mal drin. Das heißt, man muss nicht 15 Jahre lang mit demselben Trikot rumlaufen. Das ist schon mal ganz cool. Man kann das Trikot so jederzeit verändern. Das ist schon mal ganz cool. Immerhin. Und das war es halt schon mit tatsächlich mit dem Trainer-Game. Das ist eigentlich ein Witz, dass echt so wenig kommt, aber gut. Ist halt die EA. Aber ich finde es ganz gut, dass es echt Neuerungen mit meinem Player-Karriere-Modus gibt. Obwohl es eigentlich auch nur wieder Copy-Paste von The Journey ist. Ne? Es gab ja FIFA 17 bis 19 mit Alexander dieser Story-Modus einfach. Und da wurden eigentlich einfach nur die Animations einfach ein bisschen kopiert und ein bisschen poliert halt für den Modus. Ne, aber eigentlich ist es einfach so, statt Alexander spielt man seinen eigenen Charakter. Und der wird einfach, dieser Charakter setzt dann auf Alexander. Aber so war das dann gleich, so mit den Einwechslungen, gab es ja auch dann auch schon Journey. Mit den Job Match Objectives hier und so, ne? Und die ganzen Skillpunkte, die man sich kaufen kann, das kenne ich auch noch aus Journey. Und die ganzen Kabinenanimationen. Ich finde es cool, ne? Weil vor FIFA 22 war der Spielkarrieremodus einfach total unnötig. Aber jetzt kann man sich tatsächlich mal ein bisschen was mitmachen. Mit der richtigen Animation und das ist ganz cool. Aber ist halt tatsächlich auch, wenn man irgendwie so ein bisschen Copy-Paste von The Journey, ne? Ein bisschen doof. Es gibt coole Animationen, das stimmt. Ist aber auch nur für Next Gen, ne? Also für die Xbox One oder so gibt es das zum Beispiel nicht die ganze Animation. Sondern nur zum Beispiel für Xbox Series oder PS5. Also für die alten Konsolen ist das glaube ich nicht so wirklich so ganz ausgereift, das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich finde es ganz cool, dass es ein Update bekommen hat, aber es ist auch am Ende mal ein bisschen Copy-Paste von The Journey. Oder man es freundlich ausdrückt, kann sich davon inspirieren lassen. Ne? Aber ist halt der EA, ne? Ich will auf die ganzen Perks zum Beispiel jetzt hier noch nicht ganz reingehen, ne? Das muss natürlich jetzt nicht sein, dass ich jetzt alles hier vorlese. Aber aber ist halt ganz cool, dass es jetzt gibt. Ne, aber ist halt Copy-Paste. Was auch ein bisschen komisch ist, dass man für die ganzen Dressing Room Atmosphäre zum Beispiel auch nur im Player Career ist. Man kann natürlich auch ein bisschen was machen. Trainerkarriere. Das wäre vielleicht auch ganz cool. Wenn sie keine Animation oder sowas kriegt. Mal gucken. Transfer-Updates. Da gibt es auch mal neue Animationen. Ne. Aber hinzugefügt, da gibt es auch nichts Neues. Expanded Stories. Ne. Achievements, das finde ich zum Beispiel ganz cool. Das sind doch wahrscheinlich auch was zur Trainerkarriere. Das finde ich ganz cool tatsächlich, ne? Also wenn man zum Beispiel 50, 100, 150, 200 oder 250 Spiele gespielt hat oder gewonnen, dann gibt es halt irgendwie so einen Newsbeitrag oder so oder so einen Kommentar. Oder wenn man Manager of the Month wirft oder ein Jugendspieler hat eine starke Rookie-Saison oder halt da Player-Karriere-Modus, da gibt es auch so einen Newsbeitrag. Oder beziehungsweise halt Kommentar von den Kommentatoren.
Oder Torschützenkönig wird. Oder sowas halt, ne? Oder hier, wenn man davor ist in Torrekord, zum Beispiel in einer Liga. Da gibt es halt auch sowas. Und dann sieht man hier Kylian Mbappé. Na, wie viele Torbeteiligungen zum Beispiel hat, ne? Finde ich ganz cool. Und aber das können wir noch ein bisschen erweitern. Also ich finde zum Beispiel ganz cool, wenn man zum Beispiel wie in NHL, dass dann so ein Menü gibt mit Statistiken. Und dann hast du zum Beispiel so eine riesen Liste mit so den Real-Life-Spielern, zum Beispiel in der Bundesliga, und da hast du auf Platz 1 von den Torstatistiken Gerd Müller mit 365 und so, ne? Und dann, wenn du zum Beispiel so ein Spieler hast, dann auch so viele Tore schießt, dann klärt er da plötzlich dann so den Statistiken mit auf. Und dann hast du dann deinen eigenen Spieler zum Beispiel auch in der Liste drin, so mit den Allzeit-Tor-Statistiken. Das wäre natürlich ganz cool. Ne? Dann fühlt sich jetzt einfach ein bisschen cooler so an, der Karrieremodus einfach, ne? Und fände ich ganz cool. Vielleicht kommt das irgendwann noch, ne? Aber das ist schon mal ein cooler Beginn. Ne, wenn dieser Kommentatoren dazu willkommen. Jetzt haben wir hier Dynamic Tifos, sind ja diese Choreos. Ja, jeder Spieler kann halt generiert werden dazu für diese Choreo, das finde ich auch ganz cool. Wird, aber eventuell irgendwann langweilig, wenn man immer halt, selber halt so sieht, ne? Muss man gucken, wie das dann, wie viele Porträts davon EA sowas, was wir gemacht hatten. Ne? Und zum Beispiel nur dieses Porträt davon diesem Spieler siehst, mit der Faust, ja, dann wird es auf Dauer irgendwann langweilig. Ne? Man muss immer überlegen, man spielt das Spiel nicht nur einen Monat, sondern ein ganzes Jahr. Ne? Und nach einem Jahr wird immer dasselbe Bild dann irgendwie auch irgendwann langweilig. Ne? Authentizität. UEFA Conference League kommt wohl. Das heißt, das ist auch drin im Karrieremodus. Das heißt, man kann sich dafür qualifizieren. Und ja, das war's dann schon von den Neuerungen für den Karrieremodus. Es ist irgendwie ziemlich wenig. Hat also ein paar Optimierungen hinzugefügt, ne? Ein paar neue Animationen. Ein bisschen Copy-Paste, ne? Aber es ist halt EA. Die machen nichts im Karrieremodus so wirklich neu. Wenn dann machen die Copy-Paste von alten FIFA-Teilen. Konzentrieren sich auf Food, weil es halt Geld bringt für die. Und ja. Naja. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon neu halten, also findet, was ihr am coolsten findet. Ich weiß nicht, was ich am coolsten finde. Keine Ahnung, also die zum Beispiel Statistiken finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ich bin so ein Freund von Statistiken. Und dass man zum Beispiel so ein Ingame-Master ist, das ist auch ziemlich cool. Na. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, so den Player-Career-Modus finde ich jetzt zum Beispiel besser als jetzt den Manager-Career-Modus. Voll Neuheiten. Weil ist halt einfach vom Pro-Club einfach kopiert und Copy-Paste halt einfach und man kann keine eigenen Spieler halt einfach hinzufügen. Na, deswegen macht das irgendwie keinen Sinn. Wenn einfach nur ein paar Spieler vom Spiel einfach generiert werden und na, das ist irgendwie ein bisschen lachhaft tatsächlich. Also man braucht nicht unbedingt jetzt so einen Credit Club machen. Na, man kann es natürlich machen, so einen eigenen Club, aber ich finde es cool, wenn man auch so für eigene Spieler erstellen kann. Ne? Und die dann halt zum Squad hinzufügen kann. Weil dann kannst du es mit deinem eigenen Club aus dem einfach erstellen. Mit allen Spielern und so. Das wäre ganz lustig. Und ja, was zum Beispiel noch so eine Sache ist, was ich cool finden würde bei Create a Player, dass man Potenziale einstellen kann. Ne? Weil sonst haben die alle 99 Potenzial. Und das wäre ganz cool, da bei Create a Player dann auch und Spieler so ein 80er Potenzial zum Spiel geben könnte. Das wäre ganz cool. Gerade wenn man zum Beispiel sein eigenes Team spielen möchte mit den eigenen Spielern, na dann, wenn die nicht alle zu 99 wollen, das finde ich ein bisschen unrealistisch tatsächlich. Na. Ich bin auch ein bisschen Freund von Realismus. Und da kein Bock auf einen, so ein komplettes 99er Team. Naja.
ist wahrscheinlich schon einfach so ein eigener, ganz einfacher Scriptcode oder so, und dann den man in einer Stunde fertig hat. Aber EA ist faul. Na. Naja. Gut, wäre es dann gewesen, wenn ich ein Video, ich kann mal meine Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr KI-Modus zockt oder doch lieber auf Food seid. Und dann würde ich sagen, haut rein, habt einen schönen Tag und ciao.